ewig blonden Popstar. Heino wird 75 und blickt zurück auf 50 Jahre Showbiz made in Germany. Teen Tracks. Und jetzt Caramba, Carajo und ein Birthday. Happy Heino. Ja, wir sind die lustigen Holzhackerburen. Uns lieben die Madel, uns hassen die Burm. Wer ist Heino? Heino ist die. Heino ist der Rock'n'Roll der 70er. Er ist der größte deutsche Folksänger. Wussten Sie, dass Heino der deutsche Elvis ist? Größer als Rammstein! Danke. Wussten Sie, dass Heino mehr als 50 Millionen Platten in Deutschland verkauft hat? Ich habe sie gekauft. Alle? Alle! Ja, es ist gut, Heino zu sein. I like to drink my beer with Heino. I eat sausages with Heino. Well, I can't speak to his popularity. Ich kann nicht über seine Popularität in Deutschland reden, aber über seine Bekanntheit hier. Hier war er immer ein Teil der Subkultur. Und wer Heino kennt, ist cool. Er ist hier in Amerika nicht so bekannt. Wenn du also Heino kennst, dann bist du hip. Keiner will uncool sein. Wenn du fragst, was hat es denn mit diesem Heino auf sich und warum kenne ich den nicht, dann heißt es, was, du kennst Heino nicht? Heino ist Wahnsinn. Das ist, als wäre man Mitglied eines Geheimclubs, dem Heino-Club. Heino-Club. Ich war ein Tramp unter vielen Vagabunden. Wir waren zu Haus in Steppe und Prärie. Wir waren verraten, zerlumpt und zerschunden. Doch der Tequila, der fehlte uns nie. Am Lagerfeuer, da spielten Trompeten. Wir waren frei, die Welt war groß und schön. Wir hatten nie viele Dollar und Peseten. Doch dafür haben wir so manches gesehen. Also ich versuche mich gerade in die Lage zu versetzen, dass man ihn nicht kennt. Also, das ist nicht so einfach. Jede Musiksendung, ob das die Parade war oder Volksmusiksendung oder was immer da war, er war immer präsent. Und ich meine, später wirst du das mal parodieren, habe ich gedacht, damit wirst du großen Erfolg haben. Und so ist es auch gekommen. Heino ist sich, glaube ich, über die Jahre extrem treu geblieben. Halt blond bis weißes Haar, Wasserstoffbrünett irgendwie. Und die Brille. Die halb durchscheinende Brille mit diesem totalen Psychoblick dahinter und die strange Frisur und so, das war schon auf der einen Seite interessant, weil es so einmalig war und auf eine gewisse Art und Weise auch attraktiv, künstlerisch. Auf der anderen Seite natürlich total deutsch-psycho. Es ist eine Figur, die man sich schnell einprägt und die man dann auch nicht wieder vergisst, ne? Also so ähnlich wie ein Verkehrsschild oder so ein Piktogramm, also es ist einfach... Jedes Kind kann sich dieses Ding merken. Rote Feder, schwarzes Haar, blaue Augen, wunderbar. Rote Lippen, stolzer Blick, weit ist der Weg zurück. Rote Feder, schwarzes Haar, blaue Augen, wunderbar. Rote Lippen, stolzer Blick. Es ist so, dass ich blond auf die Welt gekommen bin, wenn mein Vater blond war. Da haben wir natürlich ein bisschen nachgeholfen. Ja, und mit den Augen ist es so, dass ich eine Augenkrankheit bekommen habe, 70, 71. Dann habe ich hier so eine Vene, sind die in eine Vene reingegangen, dann gespritzt und dann den Kopf geröntgt. Und auf jeden Fall haben die festgestellt, dass da kein Tumor ist. Und dann haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Ja, sagt der Professor, tragen Sie eine dunkle Brille, dann sieht man die Augen nicht.
Ja, dann seitdem trage ich die dunkle Brille. Man sieht die Augen nicht. Da hat sich Fett angesammelt hinter dem Auge, was das Augapfel nach vorne gedrückt hat. Das habe ich dann operieren lassen und seitdem ist weg, aber die Brille bleibt daneben. Ich weiß nicht mehr, wie Heino den Weg in mein Haus gefunden hat. Ich glaube, meine damalige Frau ist irgendwann mit dieser Platte angekommen. Ich habe sie mir angesehen und dachte sofort, oh mein Gott, für einen afroamerikanischen Punk ist das der ultimative Aria. Heino war immer recht körperlich gesehen, recht steif, recht gerade, halt wie so eine deutsche Eiche. Das war immer so ein bisschen Unrollkragen. Pulli, man hat so irgendwie das Gefühl gehabt, das war so, der geht auch mit diesem Polyacryl-Wollkragen-Pulli geht der ins Bett. Das ist so eine Einheit irgendwie. Das war irgendwie so eng, also das war irgendwie körperlich. Ja, ja, so. Ja, hat so ein bisschen Roboterhaftes an sich, hatte ich immer so das Gefühl. Ich habe ihn auch ein paar Mal später noch live gesehen. Also mir kam das alles sehr, sehr gestellt vor, also die ganzen Bewegungen und so weiter. Ich konnte gar nicht tanzen, ich wollte da gar nicht, ich wollte keinen imitieren. Wenn alle, die getanzt haben, wusste man nicht, wollen die jetzt Tänzer werden oder wollen die Sänger werden? Nein, ich wollte das Volkslied präsentieren, so wie ich mir das vorstelle. Das war ein Singen in dem ganzen Heere, und ihre Reiterbuben sangen auch. Mein Name ist Heino Kramm, geboren am 13.12.1943 in Düsseldorf. Ich habe immer gesagt, so, Gitarre, Rollkragenpullover. Jenseits des Tales standen ihre Zelte. So, mehr. Das war doch, die Leute wollten mich ja so haben. Es gibt in Deutschland keinen deutschen Sänger, der mehr LPs verkauft hat als Heino. Ich habe auch mehr umgesetzt wie die Beatles, immer nur Deutsch, auf Deutsch bezogen. Was träumen Matrosen auf hoher See? Sie träumen von Mädchen. Seit eh und je. Ich war immer der Alte, der Altmodische. Ne? Aber das kam mir persönlich entgegen, das kam meinem Lied gut entgegen. Ich wusste ja selbst, wo meine Stärken sind. Meine Stärken, die liegen hier. Und damit habe ich sie alle überzeugt. Als ich ihn kennenlernte, vor meinem Konzert, also er kommt von der Bühne, 2 Stunden Konzert gespielt, singt weiter. Ich gehe auf die Bühne, spiele 2 Stunden, kommt zurück, der steht noch immer da und singt. Also der singt gerne. Der hört nicht auf zu singen. Das hört man auch, wenn man eine Heino-Aufnahme hört, hört man einfach, der hat Spaß an seiner Stimme. Das macht dem richtig Laune, so diese Art des Singens. Der fühlt sich da total wohl. Hörst du La Montanara? Bei uns gab es ja damals nur Elvis Presley und Bill Haley und das war unsere Musik. Aber es war im Grunde genommen nicht meine Musik gewesen, weil ich habe die schon gemocht. Aber ich war eher orientiert an Schlagermusik aus den 50er, 60er Jahren. Rock'n'Roll, da kam ja noch nicht viel von Amerika rüber. Also es war ja nur Elvis Presley und Bill Haley gewesen. Elvis Presley, ich habe den gemocht, weil er eine schöne Stimme hatte, fand ich. Und er hat ja natürlich auch, ja, die Arrangements waren toll. Also es war für uns eine Musik,
die ich gemocht habe. Oder zum Beispiel auch noch, kann ich mich erinnern, Dean Martin. Take one fresh and tender kiss. The memories you gave me. Add one stolen night of bliss. Jeden Morgen, wenn ich wie schnell in der Bäckerei stand, war ich 14, 15 und ich musste meine Brötchen machen. Und da hörte ich immer über dem Radio dann brennend heißer Wüstensand, also in Englisch Memories, was den Martin gesungen hat. Da habe ich mir immer so gedacht beim Brötchen drehen, ich denke, eines Tages möchte ich mal so berühmt werden oder auch mal singen wie den Martin. Ich hab Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren und ein Leben mit Treue und Pflicht. Ich hab Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren. Schön, schön. Boah, ich glaube, ich hab Heino das erstmal bewusst wahrgenommen mit der Muttermilch, oder? Irgendwie so, war auf jeden Fall mit Sicherheit so ein orales Primärerlebnis, so was sich fürs Leben aneinander bindet. Also ich bin auf die Welt gekommen, da gab es meinen Kuschelaffen, den geknatschten, und da gab es Heino. So. Heino habe ich das erste Mal auf Dorffesten gehört, gesehen natürlich nicht, aber gehört. Und auf Feiern von Eltern, vor allen Dingen von eher spießig eingestellten Eltern. Lange vor dem Internet und YouTube habe ich in Toronto, Kanada gelebt und mein Mitbewohner war ein DJ und Plattensammler. Er hat unsere Wohnung mit Platten vollgestellt und darunter waren auch ein paar Heino-Platten. Wir fanden Heino seltsam und faszinierend und wussten nichts über ihn. What is this? Was ist das? What is this? Was ist das? Das war meine Reaktion. Es hörte sich so an, wie Amerikaner sich Schlagermusik oder deutsche Humpa-Musik vorstellen. Und dann bemerkte ich diese, ja, teutonische Stimme. Und die Produktion war so fett. Alles, was produktionstechnisch möglich war, wurde in die Aufnahme gesteckt. Hier ist so viel Geld reingeflossen wie in einer ABBA-Single. Ich habe zwei Sammlungen mit Heino-Platten, eine in L.A. und eine in Toronto. Zusammen, schätze ich, sind es 18 Platten. Er ist populär. Da ist etwas Unwiderstehliches an Heino. Seine größten Erfolge, Nummer 3, glaube ich. Ein gutes Heino-Porträt. Er sieht nachdenklich aus und hat alles unter Kontrolle. Die Cover faszinierten mich so stark wie die Musik. Heino als James Bond Bösewicht. Eines der besten ist Heino und die Pudel. Und wenn du es rumdrehst, dann ist es Heino auf Acid. Hier, Nosferatu Heino. Ich konnte es nicht fassen, als ich das sah. Es gibt alle Geschmacksrichtungen. Heino im Weltraum. Und hier gibt es noch weitere Platten auf der Rückseite. Dann kann man sich ein paar Dinge zusammenreimen. Er mag Pferde. Er liebt seine Mutter. Am extremsten von allem ist das hier, das Muttertagsalbum. Wenn man sich an den Science-Fiction-Film Das Dorf der Verdammten erinnert, mit all den unheimlichen Heino-Kindern, die als Aliens ihre Eltern umbringen. Was passiert wohl, wenn die erwachsen werden? Und es gibt auch die Texte.
Ja, ja, so blau, blau, blau blühten sie an, wenn Benelpen glühen, wir uns wiedersehen mit ihren roten Lippen fing es an. Ihr versteht, was ich meine. Dämmerschein übers dunkle Meer. Und niemand auf der See weiß, wo fliegt sie hin und wo kommt sie her. Doch ein Matrose schaut traurig voller Sehnsucht zu ihr empor. 1959, 60 war ich in der Bäckerei und da kam ein Kollege, der wusste, dass ich Akkordeon spielte und hat gesagt, so, hast du Lust bei uns mitzumachen? Unser Akkordeonspieler ist ausgefallen und ja, sag ich, mach ich. Wir hatten damals, waren die Jungs engagiert bei einer Tournee, 70 Tage Modeschau, Frühjahrskollektion. In den Sommermonaten wollte ich aber auch nicht zu Hause auf der Couch sitzen oder dumm durch die Gegend laufen, wollte ich auch musizieren. Und dann haben wir einen Job angenommen in einem Striptease-Lokal in Opladen, Trocadero hieß das. Und ja, und dann haben wir da abends um 9 Uhr angefangen, bis morgens 5 ab 6 musiziert. Und danach haben die Damen getanzt und es war sehr amüsant immer gewesen. Ja, und dann bin ich dann auch eines Tages von Ralf Bendix entdeckt worden. '65, da war ich bei einer Großveranstaltung, wie man so schön sagt, als Star bei einer Modenschau. Und Heino war innerhalb eines Trios im Beiprogramm. Und als ich ihn dann im Beiprogramm hörte, war ich von seiner Stimme, von der Ausstrahlungskraft seiner Stimme, von dem Volumen seiner Stimme, das aus so einem kleinen, schmalen Körper kam, so fasziniert. Und ich sah es auch bei der Reaktion des Publikums, dass er ansang, dass ich gesagt habe, es ist doch zu schade, wenn so ein Talent brach rumliegt. Wenn die bunten Fahnen wehen, bisschen mehr. Die Fahrt wohl übers Meer, wollen wir ferne Länder sehen, fällt der Abschied uns nicht schwer. Nee, wir müssen mal abbrechen. Stopp, bitte. Heino, mein lieber Heino. Beim Refrain, wenn die bunten Fahnen wehen, dann muss man das Gefühl haben, dass die aber auch wirklich wehen. Verstehst du? Und wenn die Sonne scheint, freudig reingucken und nicht nervös werden, ruhig singen, genau auf dem Beat, nicht verschleppen. Ja. Und intonationsmäßig richtig. Pump dich auf wie ein Maikäfer, Junge. Schön in die Brust werfen und dann ruhig und tief singen. Ich war natürlich sehr unzufrieden, weil ich mich nie so gehört habe über Lautsprecher und so. Kann man sich gar nicht vorstellen. Wollen wir es nochmal machen? Pass auf, die nächste Aufnahme ist es. Gut, bitte Aufnahme ab. Wenn die bunten Fahnen wehen, geht die Fahrt wohl übers Meer. Genügend Teil? Ich will ein bisschen mehr nehmen. Pass mal. Hab mal Heino, ja? Glaubst du, hast genug? Ja, stopp. Alle waren zufrieden und ich bin dann nach Hause gefahren und dann nichts mehr gehört. Und dann bin ich mit meiner damaligen Frau, sind wir dann nach Rimini gefahren, mit dem Auto, ein VW. Ich zum ersten Mal mehr gesehen. Wir haben in der 6. oder 7. Reihe gewohnt, wir hatten ja kein Geld gehabt. Ne? Ich sage, ich muss mal schnell zum Strand gehen, ich muss das alleine mal genießen. Ja, dann bin ich da hingegangen und dann auf einmal hörte ich von Weitem die Jenseits des Tales. Ich denke, du lieber Gott, das müsste ich sein, weil ich habe ja gesungen. Da waren so 20, 25 Jungs mittendrin im Radio. Ich denke, du lieber, ich bin um die rumgelaufen. Ich wollte denen immer sagen, das bin ich. Ne? Dann habe ich eine LP aufgenommen. Kein schöner Land in dieser Zeit. Ein Riesenknaller sofort geworden. In der Blütezeit des Beats. Die Beatles waren ja in der gleichen Firma wie ich auch.
Und ja, dann habe ich noch im gleichen Jahr noch einen 10-Jahres-Vertrag angeboten. Wie ich den Vertrag gelesen habe, habe ich gesagt, nee. Ich sage zu meinem Produzenten, Herr Bendix, das kann ich nicht glauben. Er sagte, das ist, die wollen mir jedes Jahr so und so viel Geld geben. Nee, ist er. Für mich alleine. Ja, ja, klar, für dich. Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsere weit und breit, wo wir uns finden, wohl unter Linden zur Abendzeit. Wo wir uns finden, wohl unter Linden zur Abendzeit. Das muss irgendwie schon Ende 60er gewesen sein. Ich war damals, glaube ich, 17 Jahre alt oder so. Es war eine Modenschau für Senioren und da trat er auf und das habe ich mir dann einfach mal angeguckt. Und ich glaube, er hatte gerade mal so 2-3 Singles auf dem Markt und ich fand das schon also ziemlich beängstigend, was da auf uns zukam. Und ich war einfach irgendwie fasziniert von dieser Figur und wollte mir das einfach angucken. Schwarzbraun ist die Haselnuss, schwarzbraun bin auch ich, schwarzbraun muss mein Mädel sein, gerade so wie ich. Um seinen Horizont zu erweitern, muss man sich als Künstler auch auf das Dunkle, das Verrückte einlassen und sogar auf Dinge, die man nicht mag, die man aber faszinierend findet. Alles, von Heino über David Hasselhoff bis zu George Bush. Ich kann mich sogar noch an eine Situation erinnern, wo er auf der Bühne stand und meinte, ja, die jungen Leute heutzutage, die singen ja alle nur noch Englisch und so weiter. Und ich habe dann irgendwie dazwischen gerufen, ich weiß nicht mehr genau was, ob es Faschist war oder irgendwie sowas, worauf dann ziemlicher Tumult entstand. Und also es waren ja fast alles nur alte Leute, die da waren in dem Laden. Und die drehten sich dann alle um und sagten, wer war das und so. Also es ist so ein leichter Tumult, also aber auch nichts Bewegendes groß. Wenn ich morgen schon mal ein Radio angemacht habe, das Einzige, was in Deutsch war, das waren die Nachrichten. So, und das hat uns schon mal gestört. Das hat mich gestört, das hat meine Produzenten gestört. Dunkles Land, fremdes Land, weit, weit von zu Haus. Dort, wo meine Wiege stand, sieht alles schöner aus. Dann haben wir gesagt, wir wollen das deutsche Volkslied, was momentan brach liegt, wollen wir einsteigen. Und das hat auch die Firma verstanden. Wenn hier Markt war, wenn wir den bekommen, dann haben wir sehr große Aussichten, lange, lange in diesem Geschäft zu bleiben. Ich wollte auch gar nichts anderes singen. Während ich zur damaligen Zeit kein Englisch konnte, habe ich ja das meiste auch nicht verstanden. Und nee, das war nicht mein Ding. Unsere Schallplattenfirma hatte ja alles in Englisch. Ne? Die hatten ja alles und ich hätte das ja nicht besser machen können. Schau ich zum Himmel empor, hör ich's Rauschen im Chor. Unsere Heimat ist schön, Arenina. Was ich mit meinen Volksliedern angestellt habe, positiv, das war ja mehr wie Frank Sinatra in Deutschland. Das hätte doch nie einer geschrieben in Deutschland, dass Heino mit einer Platte mehr in Deutschland verkauft hat als die Beatles. Da hätten die Journalisten sich da entleibt. Aber das war immer so, der Sänger der schweigenden Mehrheit. Das ist schon extrem deutsch, ja.
Aber meine Mutter hatte mal einen Partner, der war auch totaler Heino-Fan. Und der hat halt immer mit der Gitarre zu Hause gesessen und hat irgendwelche Fahrtenlieder da gesungen. So jenseits des Tales, so ein Zeugs, ne? Das war auch kein schlechter Mensch. Heino, singen Sie nur Deutsch? Ich singe nur deutsche Lieder, ja. Warum? Wenn zum Englisch singen oder Französisch, gibt es genug Sänger. Es gibt genug ausländische Sänger, die sollen ausländisch singen. Und ich finde, als deutscher Sänger soll man doch Deutsch singen. Was halten Sie vom Nationalitätsgefühl? Das sehen Sie an mir. Ich bin Deutscher und singe nur deutsche Lieder. Wir wussten doch, wenn ich irgendwo auftrete, wir wussten doch, dass immer Leute kamen zu interviewen und mich dann reinzulegen. Mich, warum ich das singe, weshalb ich das singe, ob ich nicht wüsste, dass das Lied daher kommt. So, und dieses Ganze zu umgehen, habe ich keine Interviews gegeben. Ich habe nur Ja gesagt oder Nein gesagt und habe auch nicht gelacht. Und man muss eben eine Strategie haben, sonst hätte ich mich da irgendwie in Sachen reinmanövriert, wo ich gar nicht hin will, wo ich auch nicht viel drüber wusste. Wenn wir erklimmen schwindelnde Höhen, steigen dem Gipfelkreuz zu. In unseren Herzen brennt eine Sehnsucht, die lässt uns nimmer mehr in Ruhe. Nach dem Zweiten Weltkrieg war so alles, was so Deutschtum und mit deutscher Musik und diesem Volksmusik-Appeal, das war so verseucht, ne? Das durfte man überhaupt nicht mal anpacken. Halt diese Wanderlieder, dieses ganze Natur-Deutsch-Zeugs, ne? Was dann von den Nazis halt auch geschmettert worden ist. Das ist halt alles irgendwie kaputt und beschmutzt. Und dann ist Heino hingegangen und hat sich da einen Dreck drum geschert. Man kann es ja einerseits verbieten, aber andererseits ist es halt irgendwie auch da so. Ne? Also ich meine, so ein Lied kann ja im Grunde genommen ja auch überhaupt nichts so richtig dafür. Wenn die bunten Fahnen wehen, wir liegen wie Stürme, wir sind des Geiers schwarze Haufen. Das waren ja alles so die Protestlieder der jungen Leute um die Jahrhundertwende, die sich da zusammengetan haben. Jeder brave Musketier sieht heimlich sich nach hier. Ja, weit ist der Weg zurück ins Heimatland, so weit. Genügt, glaube ich. Das ist eins der Lieder, die alle, die den Krieg mitgemacht haben, noch sehr genau kennen, weil sie es tausendmal singen mussten. Und das sind Lieder, nach denen deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg nach Polen und Russland, nach Frankreich, Belgien und Holland, nach Dänemark und Norwegen, nach Jugoslawien und Griechenland marschiert sind. Und für mich, der das alles mitgemacht hat, sind diese Lieder heute nicht mehr tragbar. Dass über mein Repertoire Kritik geübt wird, das berührt mich überhaupt gar nicht. Denn die Leute, die über mein Repertoire Kritik üben, die brauchen sich ja meine Schallplatte nicht anzuhören. Mein Texter, der war Vorsitzender Richter und der kannte sich, der wusste genau, was wir singen konnten und was wir nicht singen konnten. Da haben wir uns auch schon sehr gut ausgekannt. Und ich hätte auch nie ein Lied irgendwie gesungen, was nicht gerade so für uns gut gewesen wäre. Wir wussten schon, dass die Lieder missbraucht worden sind. Es gab auch wirklich Lieder, die um die Nazizeit komponiert worden sind, wo auch wir genau wussten, aber das war für uns nicht, wir haben überhaupt gar kein Thema gewesen. Ne? Heino imponiert uns ganz besonders durch seine Schlichtheit und Bescheidenheit. Wir freuen uns, dass er gerade die deutschen Fahrtenlieder so gut singt, dass auch die Jugend das versteht, dass die Lieder mitsingen kann. Ich finde Heino gut, weil er gut singen kann, vor allen Dingen die Volkslieder. Wer mich kennt, weiß, dass ich schon mal von der rechten Seite gar nichts wissen will. Das ist eben halt so. Ich bin in einer Zeit groß geworden, habe ich doch nicht über Politik nachgedacht, um Gottes Willen. Nein, also da höre ich gar nicht hin. Also da distanziere ich mich dann auch von. Der hält aber. Nein, ist gut so.
Heino war der Soundtrack zur, zur Normalität. Also Heino war das Stehengebliebene, das Althergebrachte und das Modernde, das Sumpfige, das Altdeutsche, das Reaktionäre und das Kaputte, das wir, an dem wir abgeprallt sind. Man hat halt damals als junger Punk oder als Hippie dann am Anfang auch noch häufig so Sprüche gehört wie bei Hitler hätte man nicht vergast und so ein Scheiß. Also auch von Polizisten, die einem sowas noch gesagt haben. Das war eine wirklich andere Welt, in der wir da gelebt haben. Und gegen diese Welt haben wir uns versucht zu verteidigen und uns von ihr abzusetzen. Und deswegen war Heino natürlich für uns auch willkommen, weil er ein perfektes Feindbild geliefert hat. Solche Feindbilder brauchte man und er war das Beste. Ich habe ja angefangen mit Volkslieder. So, und dann haben wir uns gesagt, diesen Schlagermarkt möchte ich auch haben. Ich konnte ja mit Jenseits des Tales oder Wenn die Mutten fahren wehen nicht in die Hitparade gehen. Da war ja kein Schlager, das war ja mehr ein Volkslied. Und deswegen haben wir Lieder gemacht, Schwarze Barbara Enzian, Caramba Mohicana, wo andere Schlagerkollegen mich beneidet haben. Da kommt der Volkslied Fuzzi und Winter noch mit Caramba Carajo. Beim Alpenglühen wir uns wiedersehen, ja, ja, so blau, blau, blau blüht Enzia, den ich nie vergessen kann. Ja, ja, ja. Die Welt ist schön, es gibt so viel zu sehen. Wenn ich einen schönen Schlager singe, wo es um Liebe geht, dann ist eben Heidelberg. Ich kann ja nicht als Komponist oder als Texter ein Lied komponieren, was kaputte wird. Das will auch keiner wissen. Wir wollen ja Spaß haben, wir wollen ja Party haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn ein kaputtes Lied irgendwo bei einer Party gespielt wird, dass das gut ankommt. Also deswegen geht man hin und macht immer so ein bisschen Scheinwelt und ein bisschen Gigi drumrum und das ist eben halt so. Ne? Die Senioritas, die tragen nie was, den Tempo. Drum komm ich wieder, ja immer wieder, nach Tempo. Wie ist dieses Phänomen, Heino? Seit Jahrzehnten schon gut auf dem Markt zu erklären. Das Phänomen, glaube ich, liegt darin begründet, dass er in einer Zeit, wo Rock'n'Roll Beat auf dem Höhepunkt war, dass er da große Erfolge errungen hat. Und die Erfolge waren so groß, dass ich sagen möchte, sie waren die größten in der Geschichte unserer Schallplattenfirma hier. Auch heute noch? Wie sieht der Markt heute aus? Wie ist die Tendenz? Ich will nicht sagen, dass die Tendenz unbedingt steigend ist, sie ist aber auch nicht abfallend. Sie bleibt. Und wenn man diese großen Umsätze vom Heino sieht, darf man nicht vergessen, dass er in diesen 15 Jahren auch hunderte von Arbeitsplätzen in dieser Firma gesichert hat. Grüß dich. Ja, natürlich. Nach dem Mauerfall hatte er plötzlich 20 Millionen neue Fans. In der DDR war er eine Art Untergrund-Kultfigur, sogar ein Symbol für Rebellion. Wir hören Heino gern, weil er so schöne heimatverbundene Lieder singt, weil die Grenzen auf sind und wir hoffen auf ein einheitliches Deutschland. Mir gefallen deine ganzen Lieder, vor allen Dingen die Vaterlandslieder. Er war ja jahrelang bei uns hier verboten. Und ich freue mich, dass ich nun endlich einen Weg gefunden habe, dass er bei uns in der DDR auftreten konnte. Heino war natürlich in der DDR verboten, weil Heino für alles das stand, was die DDR halt nicht sein wollte. Die wollten halt extrem links sein und das überhaupt nicht so deutsch. Dieser Heino soll für Zucht, Recht und Ordnung stehen. Jeder alte und junge Reaktionär kann sich mit diesem Rechtsaußen im westdeutschen Schlagergeschäft identifizieren. Das Vergangene steht semmelblond vor uns und singt die alten Lieder.
Und deshalb, meine Damen und Herren, erspare ich Ihnen und mir ein Weihnachtslied von diesem Heino. Once and only once, Heino came to San Francisco. Einmal, nur einmal kam Heino nach San Francisco. Meine damalige Frau kaufte sofort Tickets für uns. Sie nahm Heino ein bisschen zu ernst. Also gingen wir und ein paar Freunde zur Heino-Show. Wir waren die Jüngsten in der Halle. Ein riesiges Gebäude, die German American Hall. Ich glaube, die ist nie wieder für irgendeine andere Veranstaltung genutzt worden. Außer uns kannten alle die Texte und das Publikum sang mit und rockte in den Stühlen, als stünden die Beatles auf der Bühne. Ein paar Leute waren noch jünger als wir. Es waren Kinder, die sehr böse und griesgrämig schauten, als hätten ihre Eltern sie gezwungen, mitzukommen. Ich glaube, er ist in Las Vegas aufgetreten, 2002 oder so. Es ist nicht einfach, eine Heino-Show zu erwischen. Zu der Ponte Rosa reiten wir, zu den Bergen, die so weit von hier. Glück und Segen soll uns begleiten, wenn wir durch die Steppe reiten. Zu der Ponte Rosa reiten wir. Sigmund Roy wollte ich mal kennenlernen und ich bin mit der Handlore hergefahren. Und dann haben wir eine kleine Karte abgegeben, Garderobe, und dass Heino und Handlore hier ist. Und 10 Minuten später nach der Show kam dann Security und haben uns dann zu Sigmund Roy geführt. Und seitdem sind wir zusammen und sind eng befreundet. Und ich freue mich, dass ich die zwei sind ja Kult. Heino war für uns eben ein Volksidol. Er hat die Volkslieder gesungen, er hat die Weihnachtslieder gesungen, er hat uns unterhalten. Es ist ja für mich überhaupt ein tolles Gefühl, mal in Las Vegas singen zu dürfen. Und ich glaube, es funktioniert heute sehr gut. Ja, ja, so blau, blau, blau Lizenzia, wenn beim Alpen glüht. Wir uns wiedersehen mit ihren roten Lippen, fing es an, die Knie. Vergessen kann. Seine Anziehungskraft auf seine Fans war wie die eines Tom Jones. Man hat mir erzählt, dass Frauen ihm sogar Unterwäsche auf die Bühne geworfen haben. Dessous, BHs, Höschen. Nur das Problem ist, Handlore passen die Sachen nicht. Weil sonst könnte ich ja damit mal anfangen. Also ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl bei den hübschen Mädchen. Wir auch. Aber ich bin immer unter Aufsicht. Handlore ist immer dabei. Doch. Nur bin ich leider schon ein bisschen zu alt für die jungen Mädchen. Aber trotzdem, es baut mich wieder auf. Ich dachte manchmal, vielleicht mache ich aus Heino zu sehr einen Frauenhelden. Aber dann fand ich ein Foto von ihm mit einer Stripperin auf seinem Schoß. Und ja, Heino ist ein Frauenheld. Doch, ich bin ziemlich sicher. Muchachos, das Fest muss gelingen. Drum lasst die Gitarren erklingen. Geht einfach nicht. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Es ist nichts dran. Da ist nichts Tiefes, nichts Schönes, nichts Bewegendes. Da ist nichts. Es ist einfach nur nichts. Ich bemerkte, dass die Leute sehr heftig auf ihn reagierten. Entweder sie dachten, es sei seltsam und lustig, oder sie fühlten sich extrem angegriffen. Sogar wenn sie gar kein Deutsch verstanden. Das funktionierte allein über die Musik. Als
Ich dachte, was wird wohl passieren, wenn wir die Leute dazu zwingen, Heino zu hören, bevor die Dead Kennedys auf die Bühne kommen? Wir wollten sie in eine möglichst gereizte Stimmung versetzen. Wir machten das auch in Deutschland, 1982 in Hamburg. Zuerst lief nur ein Heino-Song, der mit den lustigen Holzhackern. Und alle Punks mit ihren Irokesen-Frisuren und den Nieten tanzten Polka dazu. Aber als dann auch noch ein zweiter Song lief, schmissen sie alles, was sie finden konnten, in Richtung Tontechniker. At the sound man. Yellow Biafra, das ist also quasi entweder der Satan oder Jesus, einer von beiden. Und wenn man diese Pole jetzt aufteilen hätte wollen zu dem Zeitpunkt, dann wäre vielleicht Heino eher Satan gewesen und Yellow der Erlöser, selbst wenn die große Mehrheit der Erwachsenen das genau andersrum damals gesehen haben. California, überall ist California, überall ist. I don't do Heino songs. Ich singe nicht Heinos Lieder. Mein Heino singt Popsongs. Am liebsten Songs mit vielen R's. Dann kann ich das so reinrollen. Roll them in there. California über alles ergab im punk-politischen Kontext absolut Sinn. Und dann kommt auch noch die Zeile über alles drin vor. It's got the phrase über alles in it too, so. Das muss so 81, 82 gewesen sein. Das war Jerry Biafra, ich. Der war damals unser bester Kunde. Ich erinnere mich an den Plattenladen, der ihm damals gehörte. Er sagte, guck mal, was ich hier habe. Heino ohne Brille. Es war die Hülle einer alten Single. Ich habe ja in Berlin diesen Scheißladen gemacht. Das war also ein unabhängiger Plattenladen. Beim einjährigen Bestehen dieses Scheißladens. Da haben wir gedacht, wir machen eine kleine Party im Risiko. Und dann habe ich gedacht, ach, ich trete dann einfach mal als Heino auf. Da muss ich nicht groß üben, also Heino zu sein, das ist, da muss man nichts können. Das ist ähnlich wie, wenn man sagt, man ist Punk. Also man braucht keine Qualifikation dazu. Man sagt einfach, man ist Punk und dann ist man einer. Und ähnlich ist das mit Heino. Man setzt sich einfach eine Sonnenbrille auf und färbt sich die Haare blond und dann ist man Heino. Risiko war die erst ziemlich begeistert. Dann habe ich das aber zwei Monate später noch mal im SO36 gemacht. Und da war die Reaktion dann schon sehr heftig. Jemand aus dem vorderen Reihen wollte mir eine Sektflasche an den Kopf schmeißen. Ich habe dies gerade noch so kommen sehen. Also die ist mir noch so durch die Haare geflogen. Also das war schon ziemlich heftig. Ich fand das sehr lustig und es erschien mir auch logisch, dass jemand in Deutschland darüber einen Witz machen musste. Ich mag die Idee eines Punk-Rock-Heino. Ich bin zwar kein Punk, aber was ist mehr Punk, als sich als Heino zu verkleiden, um Leute zu verwirren? Weil es sie auf so vielen Ebenen verwirrt. Ich hatte einen Freund in Toronto, der Live-Comedy-Shows produziert hat. Er sah mich ein-, zweimal als Heino auftreten und meinte, wir müssen eine komplette Heino-Show auf die Bühne bringen. Prost! Ich habe die Figur Heino neu entwickelt, indem ich Informationen über den echten Heino sammelte und daraus einen Heino schuf, wie ich ihn mir vorstellte. Mein Heino ist also eine Verfälschung des echten. Irgendwann sind alle gleich, jung und alt, ob arm, ob reich.
Das Schicksal setzt den Hobel an. Und hobelt alle gleich. Irgendwann sind alle gleich, jung und alt, ob arm, ob reich. Das Schicksal setzt den Hobel an. Nachdem ich Heino einige Jahre verkörpert hatte, dachte ich, es wäre an der Zeit, tatsächlich mal nach Deutschland zu fahren, um echte deutsche Kultur kennenzulernen und nicht nur meine verfälschte, perverse Version davon in meine Show einfließen zu lassen. Ein Freund von mir wohnte in Köln. Ich besuchte ihn. Heinos Café war in der Nähe, nur eine halbe Stunde über die Autobahn. Wir fuhren hin, tranken ein paar Bier im Biergarten und dann erfuhren wir vom Kellner, dass Heino da sei und ich ihn treffen könne. Ich war als Heino verkleidet, also dachte ich, das könnte interessant werden und vielleicht auch das Ende meiner Heino-Karriere. Ich wusste ja nicht, wie er reagieren würde. Ich ging rein, er kam mir entgegen und sagte, oh, schon wieder Karneval. Es ist Karneval. Wir machten ein Foto, er gab mir die Hand und sagte, schön, Sie kennenzulernen. Eine Parodie ist eine Parodie und die Kollegen, die das gemacht haben, haben sich schon mit mir auseinandergesetzt. Und ja, im Grunde genommen wäre ich ja vielleicht traurig gewesen, wenn sie sich mit einem anderen Interpreten auseinandergesetzt hätten und nicht mit mir. Also so war ich ganz glücklich darüber. Ich habe immer gelächelt. Schwarzbraun ist die Haselnuss, schwarzbraun bin auch ich. Schwarzbraun muss mein Mädel sein, gerade so wie ich. Darfst du nicht vergessen, so eine Parodie ist ja wirklich eine Anerkennung. Verstehst du? Das ist eigentlich die aufrichtigste Form der Verehrung. Wenn mich einer parodiert hat, dann habe ich kein Problem damit. Schwarzbraun, schwarzbraun. Hey! Ich bin der wahre Heino. Ich bin der einzig wahre, richtige Heino. Ich bin der wahre Heino. Ich bin der wahre Norbert Hähne. Naja, es war ja nicht nur eine Parodie, sondern ich habe ja die Person auch angegriffen. Hier ist er, der wahre Heino für Sie, meine Damen und Herren. Der wahre Heino. Lacht Heino genauso, ja? Welchen meinen Sie jetzt? Meinen Doppelgänger oder was? Na, den wahren. Ach nee, das sind Sie ja. Ja, ich bin der wahre und einzige und echte Heino. Und den Herrn Kramm aus Düsseldorf, den betrachten Sie nicht als wahren Heino? Nein, das ist ein Doppelgänger von mir, der wurde vor ein paar Jahren für mich eingesetzt als Ersatz, als ich meine Schallplattenfirma verließ. Der Scheitel ist falsch, das Gesicht ist dicker, er trägt zwar die gleiche Kleidung und dann die Brille dürfte unecht sein, die Haare sind gefärbt, nicht? Und das andere, zeigen Sie uns den anderen bitte. Der Heino, nicht? Die Haare sind keine Perücke. Die Brille ist keine Marotte. Er braucht sie durch ein Augenleiden, das er seit Jahren schon hat. Das Publikum möchte keinen Doppelgänger. Es möchte den echten behalten. Und wenn man etwas gegen diesen Berliner Norbert Hähnel tun könnte, ich glaube, es würden viele etwas dagegen unternehmen. Die Schallplattenfirma hat eine Aufsichtspflicht mir gegenüber. Ich war Vertragskünstler. Und da kommt einer hergelaufen und legt eine Platte auf, eine Schallplatte auf und macht Mund auf und zu und sagt, er hätte das gesungen. Keiner weiß, was dann geschehen ist. Da hat die Schallplattenfirma gesagt, nee, komm, jetzt prozessieren wir. Und da haben die auch den Prozess verloren. Blau, 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 blau. Also das Urteil lautete ja damals dann letztendlich, dass ich nicht mehr auftreten durfte, ohne eine Verwechslung auszuschließen. Das ist der entscheidende Satz. Und da ich sowieso nie daran gedacht hatte, mit ihm verwechselt zu werden, ganz im Gegenteil. Ich habe ja immer darauf bestanden, dass ich der Echte bin und er der Falsche. Daraufhin hat mich das Bonner Landgericht verurteilt zu 10.000 Mark Geldstrafe, ersatzweise 20 Tagen Haft. Und dann habe ich gedacht, einfach 86, wir machen einfach Schluss, wir machen ein Abschiedskonzert. War ein legendärer Abend. Ich glaube, die Leute, die damals dabei waren, die sprechen ab und zu heute noch davon.
Das war das, glaube ich, das Knastkonzert. Da ging es darum, die Knastkosten für Heine zusammenzubringen. Und sein cooler Move, wenn ich mich recht entsinne daran, war ja der, das Geld einzuspielen. Also wir haben das Geld an dem Abend mit ihm zusammen eingespielt. Und dann ist er in den Knast gegangen und hat mit dem Geld, das er da zusammen erwirtschaftet hat, dann, glaube ich, den Enzian, also die Kneipe in Berlin, aufgemacht. Ich habe mit dem Händel, oder wie heißt der? Händel heißt er. Habe ich überhaupt nichts zu machen. Ich lache darüber. Ich meine, also ist, ja, ich habe mich nie darüber aufgeregt. Es war für mich eine kostenlose Promotion. Heino hat natürlich in den letzten Jahrzehnten da schon eine ganze Menge Häme und Spott und so weiter und so fort ertragen. Dafür hat er das noch irgendwie einigermaßen gut erduldet. Heino hat schon immer polarisiert. Das macht so ein Konzept ja auch stark, das macht so eine Person ja auch stark. Es gibt so viel Belangloses, dann ist doch schön, dass es Heino gibt. Dann kann man da irgendwie so, dann kann man da über was reden. Ich war immer ein Thema in der Familie. Die Alten mochten mich, die Älteren in Anführungsstriche. Und die Jungen haben sich mit mir überhaupt nicht, aber ich war immer ein Thema. Im Grunde genommen bin ich mir ja immer treu geblieben. Ich habe mich ja nie beirren lassen. Trotz allen Beschimpfungen. Es gibt ja keinen deutschen Sänger, der so beschimpft wurde in Deutschland wie Heino. Ich habe immer für Stoff gesorgt. Ne? Heino-Fans! Das ist meine Hommage an die deutsche Rock- und Popmusik. Mit freundlichen Grüßen an all meine jungen Kollegen. Aber auch dieser neue Heino, ich habe mir etwas davon angehört und es hört sich wirklich nicht nach Rock an. Es klingt wie ein weiteres Heino-Album, nur mit einer anderen Art von Songs. Heute ist es die Sonne von Rammstein. Jetzt 50 Jahre mit dem, was ich getan habe, Erfolg. Was kann ich noch mehr machen, um nicht so zu sein wie die anderen, die mit mir angefangen haben, im gleichen Alter sind und immer noch dasselbe immer wieder machen? Dann haben wir gesagt, komm, jetzt schießen wir mal so ein richtiges Ding ab. Entweder geht das richtig los oder das geht in die Hose. Wenn es in die Hose gegangen wäre, wäre ja auch nicht so schlimm gewesen. Dadurch, dass ich nie wie andere Kollegen brutto und netto verwechselt habe, habe ich mir gesagt, das kann ich mir jetzt erlauben. Und wie du wieder aussiehst, Löcher in der Hose, ständig dieser Lärm. Und dieses Repertoire, was ich jetzt singe, habe ich mir ja extra ausgesucht, weil ich der Meinung bin, das werden die Volkslieder der jungen Generation. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Der Beweis ist ja da. Ne, die Leute kommen ja und singen dann alles mit. Und die gehen jetzt und holen auch wieder den neuen Heino. Denn bevor ich diese Sache jetzt nicht gemacht hätte, würden die keine Heino-Platte kaufen. Wenn die gedacht haben, wenn ich jetzt im Geschäft gehe und komme mit einer Heino-Platte und dann zu meinen Freunden, die lachen mich da aus. Ne? Da, aber jetzt mit diesem Erfolg im Download-Bereich war es sofort von 0 auf 1. Ne? Und das machen ja nur junge Leute. Jetzt können die mit ruhigem Gewissen hingehen, sagen, ich bin Heino-Fan. Das neue Album ist tatsächlich das erste, das ich richtig mag. Ich höre es mir komplett an. Es ist eine Art der Heinofizierung dieser Popsongs. Einige kenne ich sogar, wie die Fantastischen Vier oder Rammstein. I have to admit that the first time I ever heard Rammstein in a friend's car. Ich muss zugeben, als ich das erste Mal Rammstein gehört habe, das war im Auto eines Freundes in Schweden. Diese tiefe Stimme, dieser Marschrhythmus, da dachte ich sofort, aha, das ist der Heavy Metal Heino. Aha, this is the Heavy Metal Heino. Rammstein haben sich ja beschwert, die haben dann natürlich alle gesagt, so ein Scheiß, was der da singt, furchtbar und so.
Haben das abgelehnt. Aber sie konnten es nicht verhindern, dass wir die CD machen. Wenn man sich dann über sowas beschwert, jetzt geht der Heino hin und nimmt unser Lied, das kommt mir so ein bisschen vor wie diese ehemaligen Hausbesetzer, die mittlerweile da Mietverträge haben. Das ist ja eigentlich genau das, wogegen man eigentlich kämpft. Das ist doch Freiheit. Ich dachte, das wäre Rock'n'Roll. Wer soll mir denn böse sein, wenn ich jetzt von den Ärzten oder von Rammstein oder Clouseau oder die Lieder singe? Kann mir ja keiner böse sein. Ich glaube, ganz viele von denen haben mal ganz kurz aufgelacht. Und weiter hat sie das nicht gekümmert. Und das meiste war, glaube ich, Hype. Und ist dann habe ich zumindest auch gelesen, vom Management von Heino hochgekocht worden, damit man in die Medien reinkommt. Was ja auch funktioniert hat. Momentan ist es so, dass die Jungs sich ja alle nicht mehr aufregen, weil sie Komponist, Verlag, Autoren sind und kriegen jetzt mal richtig nochmal wieder Knete ins Kästchen rein. Und warum soll man denn dann noch böse sein? Ja, nicht so, dass ich ihm sein Altersauskommen nicht gönne, und wenn er das schafft, es damit zu finanzieren, dann soll das so sein, aber das ist, ich finde es weder besonders lustig noch besonders interessant. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See, Orangenbaumplätze liegen auf dem Weg. Irgendwie ist der gut drauf, der ist ein entspannter Mensch, der hat, glaube ich, so seinen Mittelpunkt gefunden, macht das, was er will. Das muss ja nicht immer alles gewertet werden. Ich glaube zum Beispiel Schlagersänger, die ja auch als sehr wertkonservativ und alles gemaßregelt wurden. Also ich habe ganz viele interessante und offene Menschen da kennengelernt. Das sind halt alles Klischeebilder. Mich wundert es halt, dass innerhalb der Kollegenschaft, ob Rock, Pop, Punk, Funk, dass man da so eng denkt. Das finde ich absolut seltsam. Ich habe immer gedacht, wenn man so denkt, kann man nicht richtig Musik machen. Stellen Sie mal vor, ich würde jetzt über die Straße gehen und mich würde keiner erkennen. Ich wäre ja todtraurig. Heino! Ich habe mal einen Kollegen getroffen am Flughafen, der trug eine Sonnenbrille. Ich sage, hast du was in den Augen? Warum trägst du denn eine Sonnenbrille? Ja, damit ich nicht erkannt werde. Er sagt, dich erkennt doch sowieso keiner. Ne, da kriege ich so einen Hals, ne, damit ich nicht erkannt werde. Für wen singt er denn? Damit er nicht erkannt wird, braucht er nicht zu singen. Ich singe, ich will erkannt werden, ist doch herrlich. Ich könnte mir doch kein schöneres Leben vorstellen.